Ich habe ihr Fruchtbarkeit gegeben und das wünscht viel Glück für die Wahl. Also es bringt Glück und Fruchtbarkeit, also wenn man sich entscheiden kann, jetzt nehme ich für einen Sonntag einmal das Glück. Freut mich, dass die Frau Klawischnik zur Natur verbunden ist und sie eigentlich für die Viecher nicht recht schuld, sind du fremd. Wir sind froh, dass sie im ländlichen Raum genauso kommt und nicht nur in den Städten um und um wollt und wollkunft, sondern sie schaut nicht, wenn sie sich anschauen lässt und einmal direkt zur Bevölkerung kommt in den ländlichen Regionen. Es ist ein wunderschöner Brauch und schließt halt eine Arbeit an, die eigentlich sehr hart ist. Also viele Almbauern haben im Moment auch große Schwierigkeiten, weil aufgrund von falscher Behördenberatung Rückzahlungen von vielen gefordert werden, jetzt von Seiten der Europäischen Union. Gestern habe ich einen Brief gekriegt von an 70.000 Euro. Also das ist der Ruin für viele und da müssen wir was machen. Die Natur muss erhalten bleiben, weil wenn die Natur ruiniert wird, dann leidet das ganze Volk drunter. Wichtig ist, dass die Werte, die was wir Jahrhunderte geprägt haben, damit wir so weit gekommen sind und so eine schöne Landwirtschaft haben, dass diese Werte weitergeführt werden.